Vision. So lautet der Titel dieser Ausstellung, die heute die stadtgeschichtliche Ausstellung zu Haus Aspen im Konrad-Mussmann-Museum ablöst. Circa Impreso. Mit diesem Titel der Ausstellung im Konrad-Mussmann-Museum konnte ich allerdings noch nicht so viel anfangen. Ich bin daher sehr froh, dass der Kunstexperte Johannes Behnen gleich einige Hinweise zur Ausstellung und vielleicht auch zu diesem Titel geben und uns die Ausstellung im Anschluss gleich näher bringen wird. Liebe Schülerinnen, geschätzte Damen und Herren, verehrte Freunde der Kunst. Schön, Sie endlich alle wiederzusehen, um diese Ausstellungseröffnung im fast gewohnten Rahmen beizuwohnen. Liebe Zuhörer, ich möchte Ihnen nun Frau van Middelkoop mit ihrem Mann, hatte ich mir noch vorgestellt, aber er ist leider erkrankt und auf diesem Wege wünsche ich gute Besserung. Und herzlich willkommen in unserem Museum. In unserem Vorgespräch hat sie mir verraten, dass sie über einen kleinen Umweg zur Kunst gekommen ist, nämlich während ihres Studiums der Biologie in den Wegen fielen ihre Tier- und Pflanzenaufnahmen einigen Freunden sofort auf. Sie rieten ihr, diese Begabung weiter auszubauen und das ins künstlerische Metier zu wechseln. Das Ergebnis, meine Damen und Herren, sehen Sie zum Teil hier. Sie hat uns 47 Bilder mitgebracht, die unser Museum in eine neue, und ich finde auch ruhige Atmosphäre verwandeln. Frau Middelkoop wählte den Ausstellungstitel Circa Impreso und soll auf die zyklischen Prozesse und Impressionen in der Welt und um uns herum stehen. Alles ist in der Natur miteinander verbunden und bildet einen Kreislauf. Zitat von ihr: Wir Menschen glauben, alles beherrschen zu können, dass wir alles bewahren können. Vergeblich. Aber die Natur hat ihre eigenen Gesetze und zwingt sie uns Menschen auf, auch bei dem, was wir geschaffen haben. Zitat Ende. An dieser Stelle fiel mir die Zeile von Georg Thurmeier ein: Wir sind nur Gast auf Erden. Zitat Ende. Verehrte Zuhörer, ich möchte Sie jetzt auf eine kleine Rundreise, in Klammern Zirkla, mitnehmen, um Ihnen die Bilder etwas näher zu bringen. Ich werde jetzt mal mit dem Foto rechts hinten anfangen. Das einzige Foto mit einer natürlichen Darstellung. Ich gehe einfach mal rum. Ich bitte Sie einfach hier, es zeigt eine afrikanische Kuhherde. Wichtig ist unsere Künstlerin bei fast allen Bildern durch senkrecht oder waagerechte Bildachsen eine scheinbare Spiegelung herzustellen. Hier ist die Bildachse senkrecht, rechts und links ist immer eine gewisse Symmetrie und ein Gleichgewicht. Auch bei den Früchten, hier links und rechts von mir, ist das erkennbar. Das Prinzip der Spiegelung, der Teilung, selbst wenn man die Frucht aufschneidet, sind die Kerne gleichmäßig in einer Achse links und rechts gleichmäßig verteilt. Ich gehe mit Ihnen weiter zu einem Bild hier vorne. Es ist aufgebaut wie eine Art Triptychon, fast klassisch, ja, die drei Teile zusammengefügt wurden. Ob Sie hier Van Goghsche Felder oder Lavendelblüten in Frankreich erkennen wollen, bleibt Ihrer Fantasie überlassen. Das Foto hier in der Ecke fällt durch seine Machart auf. Der Bildträger ist Acrylglas, deshalb gehe ich jetzt mal wieder zu meiner Ausgangsposition zurück, wenn Sie mir folgen.